Ja, ich gucke einmal kurz. Ich meine, hier ist auch ein Fass, aber ich glaube, das für... Ja, das geht nur hoch. Okay, das Oholm. Ich habe auch das Gefühl, es laggt hier in dem Level so ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das grafisch sehr anspruchsvoll, gerade wegen des grünen Hintergrunds. Keine Ahnung. Also nicht von der PC-Leistung, aber von der Emulation her vielleicht auch irgendwie. Ich habe keine Ahnung. So, den können wir aber besiegen. Nämlich so. Aber warte, da ist was. Yo. Sehr schön. Nenn ich, dass wir sowas übersehen, ne? Das können wir uns ja nicht leisten. Wow, fuck. Ja, das ist jetzt das Problem, weil der immer springt, ne? Dann erwischt einen sowas doch. Obwohl man eigentlich drunter steht. Jo, also wie gesagt, das Thema hier ist des Levels, dass alles grün ist und dass man eben Redley hat. Die ganze Zeit über. No. Und dass hier eben auch so hüpfende Gegner dabei sind. Und dass hier oben noch ein Bonusraum ist. Das ist auch Teil des Themas dieses Levels, ja? Ohne diesen Bonusraum wäre das Level nicht, was es ist. So, Sterne sammeln. Hatten wir, glaube ich, schon länger nicht mehr, ne? Sterne sammeln. Ich weiß es gar nicht. Also am häufigsten ist wahrscheinlich besiege alle Gegner und finde die Münze, ne? Gut, aber es ist, glaube ich, auch nicht so leicht, sich immer vernünftige... Ja, Sammelgeschichten für die Sterne auszudenken, ne? Vernünftige Level dafür zu bauen. Also hier geht's halt, weil man halt Redley hat, ne? Dadurch ist es nochmal was Besonderes, aber... Sonst wäre das ja auch langweilig, einfach so ein Feld von Sternen zu haben. So, hier rüber. Wow. Hätte auch daneben gehen können. So. Wow, fuck, fuck, fuck. Fuck. So. Na jo. Jetzt müssen wir einmal rauf, zack. Ach schade, die eine Banane haben wir nicht mehr bekommen, du Motherfucker of an ass. Fuck! Das nervt mich jetzt. Aber ich bin selber schuld, also... Oh, wir haben alles, cool. Dann kann ich jetzt ja ein bisschen durchrushen. Was ich gar nicht so schlecht finde, denn das möchte ich jetzt gerade auch sehr gern machen. Dam, da, da, da. Und dieses Lied ist einfach so endgeil. Ich liebe es. Ich habe es schon immer so toll gefunden. So, das Leben holen wir uns aber wieder. Wow, ich dachte gerade, die Zinger killt mich jetzt noch. So, zack, zack. Jo. Und... Oh, fuck you! So, jetzt haben wir das Leben wieder. Oh, und die Banane bekommen, ne? Da haben wir uns jetzt aber nicht verarschen lassen. So. Den haben wir auch. Und wir bekommen... Jo! Genial, ne? Das ist ein unsichtbares Fass. Und wir bekommen sogar noch ein Leben obendrauf als Entschädigung. Ich trinke mal kurz einen Schluck in das. Ah, Cola. Und wir können ins nächste Level der verlorenen Welt. Diese Musik ist sie. Erst denken, dann reden. Diese Musik ist auch geil, oder? Hört's euch an. Ich meine, es ist die Opening-Musik. Aber es ist... Ah, es ist so endgeil. Also ich liebe diesen Soundtrack. Schwarze Eisebene. Ja, so schwarz ist das hier jetzt auch nicht. Oder ist das jetzt so, weil schwarz ja böse und dunkel ist? Ja, das ist rassistisch. Aber ist auch noch aus den 90ern, da geht das noch. Ich meine, die Amis haben bis heute ihren Rassismus nicht wirklich überwunden. Ne? Aber ich meine, gut, Sklavenhaltung ist auch so scheiß bequem, ne? Ich meine, man muss denen mal ein Stück rohes Fleisch dahin werfen, aber ansonsten, um Gottes Willen, ne, was willst du da großartig mit denen machen? Die fressen dann wenigstens nicht das Popcorn weg. Oder sind dreist und fordern Menschenrechte. Nee, nee, nee. So, mal gucken, wir müssen hier in ein Bonuslevel kommen nachher. Und Dixie ist hierbei gerade übrigens eine ziemliche Hilfe bei dem Level. So, da hinten kommen wir. Zu einem schwarzen, ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Und halt, wir haben gerade ein Leben nicht bekommen. Wow, fuck, fuck you. Oh, fuck.
Also diese Situation hat mich gerade ziemlich überfordert. Und nein, ihr seht ja, der zieht uns Leben ab. Wenn er uns trifft. Ja, aber hier bekommt man auch relativ viele Leben. Muss ich aber überlegen, wo ist das K? Nee, das O. Das ist hier. Das K haben wir schon längst. Meine Güte. Muss ich hier mal gucken. Ich meine, es geht hier lang. Ach, ist eigentlich auch scheißegal, wo es lang geht. So, hier müsste irgendwo noch was sein, meine ich. Wow, gefährlich. Fuck! Ah, ja. Hey, aber ich meine, das sind die schwersten Level des Games, ja? Also insofern... Ne? Hier darf man auch mal einen kleinen Fehler machen. Hier darf man auch mal sterben. Ist ja nicht so schlimm. Und außerdem ist es ein Let's Play. Das heißt, ich muss ja die ganze Zeit nicht mehr labern. Und das ist anstrengend. Und das lenkt einen doch so ein bisschen von der Aufgabe, das Game zu zocken, ab. Und fuck, okay, das war jetzt einfach dumm, weil ich hier schnell durch wollte. Habe ich hier gerade einen großen Fehler begangen. So. Und wenn ich Pech habe, dann kriege ich diese Kiste jetzt nicht rechtzeitig auf. Doch, kriege ich. Aber leider sterbe ich auch. Mensch, Kinder, was machen wir denn hier? Hm? Sag's mir bitte, was machen wir hier gerade? Warum sind wir so schlecht? So, das ändern wir uns auch. Well, fuck you, motherfucker. Oh, fuck. Also ich sag die ganze Zeit gerade fuck. Das tut mir leid, aber das muss sein, denn... Das ist ja auch gerade totaler Scheiß hier. Aber was soll denn das? Wieso sterben hier dann die Figuren weg? So, bitte da bleiben, genau. So, hier rüber, hier rüber, hier rüber. Mhm, da kommt noch einer. Einfach erstmal warten. Wow, zack. Ja, die brauche ich noch, du Kanonenkugel, du. Nämlich hierfür, sonst kommt man hier nicht durch. Beziehungsweise, das wird ziemlich schwer, da durchzukommen. Okay, das Bonuslevel ist, meine ich, relativ einfach. Finde die Münze, yo. Ja, es sind so ein paar Springereien hier, ne, über die Zingers. So, so, und die kommen immer näher zueinander, meine ich. Ja, gut, aber... Ja, das Problem war das jetzt auch nicht. 16 Level haben wir erst gemacht? Mann, die sind aber teilweise lang, ne? Die Level, meine ich. Wow! Oh, you fucker of an ass! Ihr kleinen Bitches, ihr. Es ist hier ein bisschen rutschig. Hier sieht man es gerade, ja. Und deswegen ist es immer ein bisschen doof, hier vernünftig zu springen. Ich kann mich halt schlecht direkt davor stellen. Und hier könnte man die Kanonenkugel übrigens auch nochmal sehr gut gebrauchen. Aber wir haben das Level geschafft. So, einmal. Fuck. Naja. Dann auch so. Und zurück zum Kremkai. Was Kiosk, meine Herren. So, Kletterschleim. Ein interessantes Level. Die Idee ist, wir haben da unten jetzt diese Flüssigkeit und diesen unbesiegbaren, tödlichen Piranha. Und sobald wir jetzt anfangen, ein bisschen höher zu gehen, folgt uns die Flüssigkeit. Das war jetzt gerade blöd, weil es es jetzt gerade nicht gemacht hat, deswegen konnte ich das jetzt gerade schlecht demonstrieren. Ja. Und der Piranha folgt uns natürlich auch, aber jetzt fängt es gleich an, uns zu folgen. Ihr werdet es dann gleich sehen, wenn es uns eingeholt hat. Ein paar Sekunden jetzt, ja. So sieht das dann aus. Ja. Du stirbst gleich. Na dann da rein mit dir. Wow, 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 wow. So. Aber mit Karacho, ne? Meine Güte, ne? Ist flott, das Zeug. Da muss man wirklich auch selber möglichst flott sein. Wollte ich das jetzt? Ich glaube, ja. Ich glaube, es ist so in Ordnung. Ja, doch. Ich hoffe mal, jetzt nichts verpasst zu haben. So, nee, habe ich nicht. Jetzt muss man nämlich hier runter mit der Unverwundbarkeit. Denn sonst fliegt einen der Piranha eben irgendwann doch. Und ja, hier ist das Bonuslevel. Gut versteckt, also muss man sagen. Wie ich finde. Dann sammle ich die Sterne. Probieren wir mal. Hoffentlich klappt es auch. Wow. Na.
den noch mehr und jetzt noch den hier. So, sehr schön. Haben noch die Hälfte der Zeit über. Und können jetzt auch die Sterne noch geschwind ansammeln und haben die Münze. Ne? Jo, sehr schön, meine Besten. Ach, und das ist ein Verwundbarkeitsfass, ist wieder da. Nutzen wir doch gleich mal, um hier so ein bisschen unverwundbar durch die ganze Chose hier zu rennen. Na, okay, so kommt man da nicht hoch. Oh, fuck! Ja, dafür haben wir die beiden jetzt getötet. Muss auch mal sein, ne? Manchmal muss man auch einfach Leute töten. Und Gegner. Gerade solche politischer Natur tötet man immer wieder gern. Na komm, mach flott hin. Wow! Wow, 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 wow. Oh, um Gottes Willen, das war knapp. So, jetzt einmal gucken. Was ist mit dir los? Alter Kollege. Alter Pappenheimer. Wow, jetzt wird's aber hier langsam brenzlig. Nee, 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 komm. Ja, Dixie braucht immer so lange, um diese Scheiße wieder aufzuheben. Ah, aber wir schaffen es ins zweite Bonuslevel. Des Levels. Mache alle Gegner fertig. Jo, die holen wir uns auch wieder. Ja, mit Dixie ist das Level jetzt ziemlich einfach. Ich glaube, sie ist die beste Wahl dafür, aber ich glaube, Didi ist eigentlich genauso gut. Nein, scheiße. Wow, ach gut, die sind wieder da. Na komm. Nein, das will ich nicht. Hoch, 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 hoch. Wurde knapp. Langsam. So, was getrunken. So, und jetzt sollte ich mal langsam wieder zu Didi wechseln und... Auf mit dir! Und hier runter. Und die Decay-Münze geholt. Hey! Und noch eine normale Münze, von denen wir jetzt 71 haben. Ah, Coca-Cola. Auch generell Cola. Könnte auch irgendeine andere Marke sein. Ich kaufe immer Coca, weil die immer da steht. Gut, haben wir auch komplett abgeschlossen. Dann kommt jetzt Affen-Action. Oh yeah! Ein cooler Name für ein cooles Level. Aber die coolste Welt, die steht uns doch bevor. Das kann ich euch schon mal versichern. Also, Affen-Action ist ein Level mit Fässern. Und mit Dornen. Und einem coolen Soundtrack. So. Einmal hier gucken. Nee, hier ist nix. Hier passiert aber was. Yo. Da hoch. So. Wir haben hier also immer sozusagen wieder diese Räume und wir können jetzt natürlich nicht mehr zurück, ne? Haben hier eben immer diese einzelnen Räume sozusagen. Und das war gerade ein fetter Fehler. So können wir nochmal zurück, wenn wir uns treffen lassen. Denn ich möchte nach Möglichkeit hier alles einmal durchprobieren, um möglichst alles zu finden. Und deswegen war das gerade eben halt ein Fehler von mir gewesen, den ich auszubügeln hatte. Ne, da oben geht's weiter, meine ich. Ne. Dann geht's da unten, meine ich, lang. Genau. Von da wieder zurück. Richtig. Dann muss ich jetzt hier oben hin. Ja. Okay, darunter geht's. Scheinbar. So. Nee, da ist nicht lang. Okay, da bei den Bananen geht es eigentlich lang. Mal hier gucken. So. Yo, Bonuslevel, sehr gut. Haben wir gefunden. Finde die Münze.
Jo, ist jetzt natürlich auch wieder eine spannende Aufgabe, die Münze zu finden. Ah, fuck ja, da sind wir gleich falsch gewesen. Ah ne, dann geht sie erstmal unten lang. Ja, dann immer noch hier unten lang. Und dann hier hoch. Dann immer noch hier hoch. Ne, doch nicht. So.